soll nicht stören. Aber ich habe jetzt, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Sechsundzwanzigtausend Watt noch rausbekommen. Aus wie vielen Feldern hast du das? Zwei. Drei? Zwei. Ach, zwei. Nein, eins. Blödsinn. Ich habe ja nur eins Hafer, eins Weizen und erst eins Hirse. Aus einem habe ich das. Komme ich perfekt zu mir nach hinten. Wobei ich mich jetzt auch frage, ob diese Maschine im Moment notwendig ist. Diese Bahnpresse geht ja nicht auch schon weg. Aber wahrscheinlich schneller ist sie auf jeden Fall, schätze ich. Kann ja nicht sagen, die habe ich nicht gefahren gehabt. Ist es mit Häcksler schneller mit diesem Vorbau oder? Ob er schneller ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Oder fasst das mehr oder? Gut, fasst das. Nein, ja, größere Beine hast du. Ja. Ob es beim, an sich beim Beinpressen ein sehr Ersparnis ist, weiß ich nicht. Aber. Das ist halt. Aber beim Einsammeln halt der Ballen. Jetzt halt dann ein Einsparfaktor. Denkst du mal, wie viel Ball nicht da jetzt rauskriegt dann? Wenn ich einen Anhänger habe. Wenn nicht, baue ich mit einem aus. Ohne Widerrede. Ohne Widerrede. Einschalten. Ich möchte einschalten, dass ich sehe, wie der Kurs ist von diesem, wenn er das fährt. Weißt du, dass ich die Punkte sehe? Von den Einstellungen. Thank you.
Super. Weißt du, wo man das findet? Das sehe ich da jetzt nicht. Bei den allgemeinen Einstellungen. Ja, das bei der allgemeinen, bei der Fahrzeugeinstellung ist. Gleich das erste bei den Fahrzeugeinstellungen. Also nicht bei den allgemeinen Einstellungen, sondern das drunter, wo die Tastatur belegen muss. Ja, du hast die allgemeinen Einstellungen und die Fahrzeugeinstellungen, kurz mal. Weil die Fahrzeugeinstellung ist drin. Also im Curseplay. Okay. Ja, bei den Einstellungen. Also falsch machen. Ich zeige alle Kurse. Wahrscheinlich. Zeige alle Kurse, ist das doch, oder? Wie gesagt, gleich das erste paar Fahrzeuge anschauen. Warte, gleich. Fahrzeuge. Zeige Kurse. Hast du nur Startende, aktuelle Wegpunkte, alle Wegpunkte. Deaktiviert. Aber jetzt sehen wir es wirklich gleich. Das Fahrrad zählt sicher gegen einen Baum, Alter. Hat man? Was da? So. Finisher. Aber jetzt ist die Ernte, das ist so abgeschlossen. Sollen wir nochmal schauen fahren? Ich muss mich verschaut haben aus dem Feld, weil ich dachte wirklich, das braucht noch ewig. Also ich dachte, das ist noch minimal. Okay. Vielleicht habe ich das mit deinem Grasfeld verwechselt, muss ich mal schauen. In der Farbe. Kann sein.
der Schrecknicht oder Mehweg ein bisschen auf die Seite stellen. Solange ich sie wieder finde. Bisschen auf die Seite, drei Felder weiter. Und zum Händler. Gleich zum Verkauf. Sehr mutig von dir eigentlich. Was denn? Du lässt den Polen deine Sachen einfach mit dem Feld stehen. Ja, die kommen ja schon von Europa, also von Deutschland kann ich, oder so. Die kann ich gar nicht auf die Seite schieben, das ist ja krass. Kann ich gar nicht angreifen. Achso? Ja. Na, lahmend. Kann ich dann nicht einmal einen Kurs erfahren auf der Straße? Das händisch. Ja, nun, Anfang an bergauf hat's Probleme, aber sonst ist der Ultra immer brav. Schon, hab schon händisch gemacht. Also. Aber das heißt, so kommst du eh vorbei. Ja, so fahr ich aber über mein Feld jetzt rüber. Ich will nur gleich einen Kurs fahren für Autodorf. Ich bin drauf gekommen, der Kuh, der Feldweg führt genau hin zu meinem Hof. Ah, ja, einfach runterfahren. Ja. Und das ist very super. Schon ein bisschen vernetzter. So, großen Bogen. So, das ist ja länger, brauche ich aber auch nicht. Auch Betriebspause. So. Der Bauer kann in Urlaub gehen. Also 26.500 Weizen, 8.400 Sorghumhirse und 3.200 Hafer gehören an dir. Mhm. Nice. So, okay, die Silagebank sind auch schon.
Das Ding haben wir da gleich ran. Schau mal, ich habe das mit meiner Zange auch jetzt heute noch umprogrammiert mit der Steuerung. Schauen, ob es jetzt besser funktioniert. Ist das über dieses Pad, was du da hast? Über das Tastenpad? Ja, mein Phone da steuere ich mit dem Joystick. Aber es hat auch mit der Maus nicht funktioniert. Dass diese Gabel hat sich nicht aufgemacht, diese Bullenzange. Ah, okay. Ich kann auf einen Hügel, sehe hier gar nichts. So, Kabel auf. Ich glaube, das mit der Gabel ist an sich ein bisschen buggy. Das kommt doch natürlich sein. Ich weiß nicht. Ich stelle mir wirklich so Tepper dann. Ich stelle mich so selber an, ich glaube, jetzt habe ich den Bogen raus. Jetzt kann ich nur die Steuerung merken. So, nach unten, drauf. Oben ist zu. Das ist ein bisschen unlogisch, aber. Jetzt haben wir einen Bogen raus, bis der Eppert. Die ballen jetzt schon. Jetzt ist der hin, Alter. Ich wollte das so machen, nämlich. Ich fahre den Ballen so an. Ja, meine Lieben, das verbraucht jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit. Aber ist heute in echt auch so. Zu viel verzockt. War ich zu früh?
So, jetzt seht ihr mal endlich das erste beim Hof an. Das erste Feld. Ist dann. Durch Ansehen. Das ist dann. Ja. Weizen. Habe ich den Bogen rausgehabt jetzt? Ja. Jetzt ist wieder weg. Ja. Ist den Bogen überspannt. So locker zupackt habe ich. Wie bei der Bäuerin. Locker zupackt. Okay, also Silagebahn brauche ich Übung. Vier Ballen haben wir geschafft. Jetzt sind zwei, sagen wir. Kurios. Was denn? Ich glaube, nicht nur dein Silo hat gestern nicht funktioniert. Weil? Ich gestern versucht habe, einen Ball dort reinzugeben und das hat nicht funktioniert. Und jetzt geht's? Ich bin nur vorbeigelaufen mit dem Ball und der Ball war weg. Okay. So, jetzt habe ich aber das extra gekauft, jetzt mache ich den Vorführeffekt. So, liebe Leute, also. Stepp oder die Farbe, die da fehlt. Das ist, seht ihr, wie das funktioniert. Jetzt wird das ganze Silage hier weggesaugt. Rinnt daran. Dann hat es gestern allgemein was gehabt. Genau. Genau. Jetzt ist das ganze Silage drin. Die 21.000. Jetzt hat er da einen Busch an, oder? Ja. Buschmensch. So. Wenn wir es gescheit gemacht haben will, dann muss man es selber machen. Hast du die falschen Hackler? Spieß. Nein, ist scheiße, oder? Du bist echt scheiße mit Drescher. Voll gemein jetzt gegenüber dem Mähdrescher. So, Tag wird's. So, Pressezähler zurücksetzen und dann schauen wir mal, wie viel Stroh wir da rauskriegen. Fangen da hinten an. Da kann ich anfangen. Haben wir da gerade angefangen? Entschuldigung, Polizei. Ich bin gerade am Weg am Fahren, da kann es manchmal Unstimmigkeiten kommen. Lasst halt mal ein bisschen ein Knädel umwachsen und das passt schon wieder.
Habe ich schon einmal erlebt. Kennst du die Geschichte mit der Goscha? Nein. Wir wurden den Polen aufgehalten. Ja, schnell.